Hey Freunde, ey, willkommen zu meinem ersten Let's Demo. Need for Speed Hot Pursuit, ich hatte es ja angekündigt gehabt. Ich werde mir das mal jetzt genau angucken, wie das so abgeht und ja, ist halt blind. Ihr seht ja, das wird erst noch installiert. Ich habe das echt noch nicht vorher gezockt. Und ich werde es nachher nochmal, halt nicht aufnehmen, aber nochmal in HD zocken, um zu gucken, wie gut die Grafik ist. Und dann kann ich ja richtig erst was dazu sagen, weil AV-Qualität. Na, ihr wisst schon, Leute, ne? So, ich erwarte mir viel. Ich bin sehr gespannt. Und ja, hoffentlich funktioniert das auch alles. Ah, okay, ich dachte schon, hätte ich aufgehangen oder so. Okay, also ich bin wirklich. Ja, ne? Gespannt, ey. Was soll ich großartig sagen? Ja, Criterion Games. Allbekannt von der Burnout-Reihe. Okay. Okay. Bitte warten. Ach. Ach so, ja, Egal. Also ich war, sieht schon geil aus. Also was ich auch so von den Trailern gesehen hatte. Boah, böse. Ich frage mich ja, wie groß die Karte ist. Also ich habe da schon ein Bild von der Karte so von gesehen, aber mal gespannt. Also wie das in der Vollversion dann so aussehen wird. Welcome to Autolog, the connected heart. Okay, was geht denn hier ab? Okay. Ah, komm, Karriere, auf geht's. Auf geht's! Ja, das kennt man ja aus dem einen Trailer. Aus einem der ersten, der davon rauskam. Oh Mann, ich will sie am liebsten wegdrücken, aber ach. The SCPD spare no expense to redline it all the way and make you pay. Every day, new drivers still show up. Mal gespannt, was man da jetzt gleich fährt, ey. Boah. The pursuit for the ultimate drive starts here. Oh, schöner Lambo. Okay, das ist die Map. Okay. Ich nehme den mal. Nehmen wir das mal hier unten. Okay. Was kann man hier noch so machen? Achso, das ist noch gesperrt. Ja, dann halt das hier. Ah, okay. So. Okay. Okay, wir sind also Cops. Was nehmen wir denn? Na komm. Oh, böses Teil, ey. Okay, kann man sich ein paar Infos durchlesen. Ey, ich will fahren. Ruhe. Oh, Steuerung, ey. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Keine Ahnung, wie das alles geht, ey. Ach, laden. Okay, was steht denn hier so? Ach, scheiß drauf, ey, ich will fahren.
Alter. Ich nehme an, dass man hier hinten Gas gibt. Na, okay. Oh, man kann über die Kamera drehen. Das ist ja sehr geil. Oh, ich bin schon gefesselt irgendwie. Ah, einfach schön. Oh, Alter, die Lenkung ist übelst krass. Ziemlich, ja, wie soll ich sagen? Rutschig. Wow, wow, wow. Okay, driften geht richtig gut. Ach du Scheiße, ey. Ja, das zieht einen schon in den Bann. Oh, komm her, du Pisse. Ey, das ist schon lustig. Komm hier, driften. Okay, wäre das jetzt nicht so hier. Wäre das auf der Straße der Drift gewesen, dann hätte ich. Boah. Okay, sah nicht ganz so spektakulär aus, aber. Geowned. Ah, okay, jetzt kann man hier unten. Das sieht man jetzt nicht so, aber auf den. Also man steuert ja das mit dem Stick. Mit dem linken. Und mit dem Steuerkreuz kann ich da unten Straßensperren machen oder Spikes auslegen, Heli und EMP. Ich bin selber voll reingefahren, weil ich gerade unten was lesen wollte. Okay. Oh, ich will die Spikes mehr, ich will mir das dann in die Nackenwunde reinfahren. Boah. Ah nein, verkackt. Ach komm. Ja, das erinnert schon richtig an Burnout Paradise oder überhaupt an die Burnout-Dings. So mit dem Raushauen quasi, aber das finde ich geil, das finde ich geil. Also Steuerung, wenn man sich dran gewöhnt, geht das eigentlich. Boah, Owen. Boah, yo, Leute, das ist schon geil, das ist schon geil. Also Need for Speed ist back, könnte man sagen. Na komm, dich mach ich auch noch platt. Was bist du denn, Bro? Was ist ein Ivo? Auf jeden Fall, ach, das tut jetzt... Das tut im Herzen weh, so ein schönes Auto kaputt zu machen. Oder ist das ein Ivo? Keine Ahnung. Doch, das ist ein... Ah, das ist schon geil, Leute. Man hat auch irgendwo ein Loss, aber ich habe keine Ahnung. Ah, okay. Ah, lol, das ist ja wie die Steuerung bei Burnout. Gehen wir mal hier ein bisschen. Wo fährst du denn lang, Alter? Boah, ist das übel, ey. Boah, das war knapp. Yes! Ey, das ist schon geil, das ist schon geil. Ich meine, gut, ich spiele das jetzt gerade mal zum ersten Mal, deswegen Steuerung natürlich ein bisschen ungewohnt und so weiter. Aber wenn man sich dann an der Zeit dran gewöhnt, also das ist ein bisschen schwammig, sage ich mal. Aber es ist jetzt nicht unbedingt negativ, sondern, ja, einfach nur so dahergesagt, ne? Boah, das kommt schon geil, ey. Das ist schon geil, kann man jetzt noch mehr machen? Da war doch noch eins. Boah, Hammer. Also das hat schon richtig gebockt. Das hat schon richtig gebockt, Leute, kein Scheiß. So, 1 von 1, kann man das jetzt machen? Nee, irgendwie nicht. Ach genau, da muss man irgendwie einen Freund zu einladen und dann kriegt man das, genau. Ja, keine Ahnung, da war das wohl jetzt schon. Ja, Leute, also ich bin richtig geflasht, das hat richtig schon gebockt. So von der Steuerung her ist eigentlich alles ganz cool. Und ich denke mal, ich werde mir da auf jeden Fall auch die Vollversion holen. Da werde ich dann vielleicht noch ein Let's Show zu machen oder so. Ja, ich werde das jetzt nochmal in HD zocken und dann hänge ich an das Video einfach noch eine kleine Audiodatei dran, um nochmal was über die Grafik zu sagen. Und ja, Freunde, bis dann! So, Leute, also, ich habe das andere Event jetzt auch noch freigeschaltet gehabt, aber ich hatte jetzt keine Lust mehr, das wieder alles umzustellen, um wieder aufnehmen zu können. War auch ein Rennen. Hat auch übelst gebockt, ey, das muss ich schon sagen. Aber irgendwie kommt es mir so ein bisschen langsam irgendwie das Game vor. Ich weiß auch nicht. Na, ist egal. Also von der Grafik her ist auf jeden Fall Bombe in HD. Es sieht richtig geil aus. Gameplay bockt auch übelst. Und ja,
Bin sogar Erster geworden direkt, ey, voll cool. Nee, also muss schon sagen, aber man sieht so, dass die Macher von Burnout auf jeden Fall dran waren. Da sieht man schon so ein paar Ähnlichkeiten, vor allem mit den anderen raushauen und so. Aber ich muss schon sagen, ist saugeil und ich denke auch mal, dass ich mir das kaufen werde. Und ja, mehr gibt es eigentlich nichts zu sagen. Also ich finde es echt Hammer. Ist echt gelungen. Also ich mal gut, das ist jetzt nur die Demo, aber ich finde es echt geil. Ich freue mich auf die Vollversion. Okay, Freunde, bis dann.